Das Heilige Reich von der Amis war die Heimat der größten religiösen Organisation der Welt, des Heiligen Ordens der Rinne, der Melfina, die Göttin der Reinkarnation, verehrte. Mehr als 30.000 Gläubige lebten innerhalb seiner Grenzen. Vor etwa einem Jahr hatte das Orakel von der Amis vier Helden aus einer anderen Welt herbeigerufen. Der Anführer dieser Helden, Kansaki Tuya, stand jetzt auf einem Balkon des Palastes von der Amis und war in Gedanken versunken. Tuya, was machst du hier? Oh, hallo, Setsuna. Als Tuya sich umdrehte, fand er Shiga Setsuna, seine Jugendfreundin, neben sich stehen. Da sie ihr schwarzes Haar zu einem Pferdeschwanz hochgesteckt hatte und eine dünne Schicht Schweiß auf ihrer Haut glitzerte, war sie wahrscheinlich gerade von ihrem täglichen Training auf dem Übungsplatz zurückgekehrt. In ihrer früheren Welt war sie die Vorsitzende des Schulrats gewesen. Mit einem Aussehen, das sie an die erste oder zweite Stelle in der ganzen Schule brachte. Noten, die durchweg im oberen Prozentbereich ihres Jahrgangs lagen. Und einem solchen Können im Kendo, dass sie es jedes Jahr zu den nationalen Meisterschaften schaffte, war Setsuna sowohl bei ihren männlichen als auch bei ihren weiblichen Mitschülern sehr beliebt und respektiert. Colette ist gerade dabei, zur Göttin Melfina zu beten. Ich halte Wache, um zu verhindern, dass jemand hineingeht. Im Gegensatz zu Setsunas aufrechtem und selbstlosem Charakter war Tuya auf Gedeih und Verderb die personifizierte Aufrichtigkeit. Obwohl er nicht ganz auf Setsunas Niveau war, hatte auch er gute Noten und war sportlich begabt. Außerdem besaß er einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Seine Fähigkeit, jeden, unabhängig von seinem Status, freundlich und gleichberechtigt zu behandeln, machte ihn überall willkommen. Und als ob das noch nicht genug wäre, war er auch noch so gut aussehend, dass er leicht ein Idol hätte werden können, wenn er gewollt hätte. Nicht ein einziges Mal in seinem Leben hatte er Widrigkeiten erlebt, und für ihn war es selbstverständlich, im Mittelpunkt zu stehen. Da er in einem solchen Umfeld aufgewachsen war, kannte er weder Zweifel noch Misstrauen und glaubte aufrichtig, dass alle Menschen im Herzen gut sind. Man könnte sagen, dass dies zwar eine seiner Stärken war, aber auch eine Schwäche. Colette betet wieder, nicht wahr? Es ist fast ein Jahr her, dass wir in diese Welt gerufen wurden, aber bisher haben wir die Göttin nur bei der Beschwörung selbst getroffen. Die Beschwörung war ziemlich überraschend, nicht wahr? Wir vier hingen nach der Schule zufällig im Klassenzimmer herum, und im nächsten Moment wurden wir in eine andere Welt gerufen. Und eine Göttin begrüßte uns. Ich glaube mich zu erinnern, dass du eher erfreut als überrascht ausgesehen hast, Tuya. Deine Augen haben geradezu geglänzt. Wer würde sich nicht so fühlen? Eine Göttin brauchte unsere Hilfe, um einen Dämonenlord zu besiegen. Kann es eine größere Ehre geben? Eine Ehre. Tuyas Antwort war wie eine Tatsache, ohne eine Spur von Unsicherheit oder Zögern. Das verstärkte Setsunas wachsende Besorgnis nur noch mehr. Es ist wahr, dass dies eine ehrenvolle Mission ist. Wir sind zum Wohle aller Menschen auf dieser Welt hier. Aber auch wenn es bisher gut gelaufen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es für immer so bleiben wird. Tuya, verstehst du wirklich, dass unser Leben hier auf dem Spiel steht? Wenn es hart auf hart kommt, wirst du dann in der Lage sein, es ruhig anzugehen? Wenn du, der du noch nie Not kanntest, gegen eine Wand stößt, werden wir dann überleben können? Setsuna wog die Welt gegen ihr Leben und das Leben ihrer Freunde ab. Wenn er es nicht kann, muss ich alles tun, was nötig ist, um meine Freunde zu schützen. Ein intensives Licht strömte plötzlich aus der Kathedrale, in der Colette betete. Was ist hier los? Es kommt von drinnen. Hat Colette etwas getan? Tuya, lass uns gehen. Ich bin direkt hinter dir.
Die beiden jenseitigen Helden stürmten auf die Kathedrale zu. Im Zentrum des Palastes von der Amis, dem Sitz des Papstes, befand sich die große Kathedrale von der Amis, die größte ihrer Art auf der Welt. Erstaunlicherweise war ein großer Teil des Gebäudes mit Silber überzogen. Ein Blick auf das Gebäude mit seinem erhabenen Glanz, in dem sich das Licht der Sonne spiegelte, reichte aus, um zu verstehen, warum manche dieses Wahrzeichen als den heiligsten Ort der Welt bezeichneten. Tagsüber war die Kathedrale normalerweise überfüllt mit Gläubigen, die hierher pilgerten, aber in der Abenddämmerung schloss sie immer ihre Türen. In diesem Moment, mitten in der Nacht, gab es nur ein einziges junges, silberhaariges Mädchen, das leidenschaftlich ihre Gebete vortrug. Melfinasama, ich flehe dich an, lass mich noch einmal in dein heiliges Antlitz blicken. Das Mädchen war Colette, das Orakel von der Amis. Sie war 10 Jahre alt gewesen, als sie den Mantel des Orakels annahm, und hatte seitdem jeden Tag gebetet, ohne zu versagen. Der Grund, warum die Kathedrale nachts ihre Türen schloss, war, dass sie bei ihren Gebeten nicht gestört werden wollte. Das sprach Bände darüber, wie viel Wert der Amis auf die Fähigkeit legte, Prophezeiungen von Melfina zu erhalten. Bitte gewährt mir eine Prophezeiung. Kurz bevor die Glocke Mitternacht läutete, begann die Statue der Göttin auf dem Altar zu leuchten. Es dauerte nicht lange, bis das Glühen die gesamte Skulptur umhüllte. Die ehrfurchtgebietenden Flügel des Idols begannen zu flattern, und mit jedem Schlag wurde das Licht intensiver. Es dauerte nicht lange, und Colette stand der schillernden Gestalt der Göttin in ihrer ganzen Pracht gegenüber. Melfinasama, rief Colette, so aufgeregt, dass sie jeden Anschein von Gelassenheit verlor. Melfina lächelte sie sanft an. Es ist schon eine Weile her, Colette. Ich bin das letzte Mal herabgestiegen, als ich die Helden beschworen habe. Ich glaube, das ist jetzt 1 Jahr her. Jotja, Müldi. Colette war unglaublich nervös. Durch ihre einzigartige Stellung als Orakel war sie in diesem Land nur dem Papst unterlegen. Daher war es ihr nicht fremd, vor einer großen Menge von Gläubigen zu stehen. Ihr derzeitiger Zustand war weit entfernt von ihrer üblichen Gelassenheit und Ruhe. Ich freue mich, dass es dir gut geht. Dann lasst uns doch gleich zur Sache kommen, oder? Da der Tag der Rückkehr des Dämonenfürsten immer näher rückt, bin ich gekommen, um nach unseren Helden zu sehen. Sie werden immer stärker, ohne dass es Probleme gibt, nehme ich an. Colette nickte. Bitte sehen Sie sich das an, sagte sie und holte eine Aufzeichnungskugel aus ihrer Brusttasche. Bei der blauen Kugel handelte es sich um einen Gegenstand der Stufe A, mit dem alles aufgezeichnet werden konnte, von Stimmen über Videos bis hin zu Statusanzeigen. Dieser besondere Gegenstand war Colette anvertraut worden, um alle Prophezeiungen aufzuzeichnen, die sie erhielt. Unnötig zu sagen, dass es ein äußerst wertvoller Gegenstand war. Lass mich sehen, sagte die Göttin und hielt eine Hand über die Kugel. Kansaki Toya, 18 Jahre alt, männlich, Mensch, Schwertheiliger. Stufe 53. Titel: Held der Anderswelt. HP 753. MP 431. Stärke 265. Ausdauer 258. Gewandtheit 269. Magie 264. Glück 530. Fertigkeiten: Absolutes Evangelium, einzigartige Fertigkeit, Schwertbeherrschung, Rang S, doppelter Schwertkampf, Rang C, weiße Magie, Rang C, Armeeführung, Rang B, Superglück,
Rang B. Passive Effekte. Segen des Geistes des Lichts, verbergen, Rang B. Shigar Setsuna, 18 Jahre alt, weiblich, Mensch, Samurai. Stufe 52. Titel: Held der Anderswelt. HP 477. MP 318. Stärke 361. Ausdauer 219. Gewandtheit 573. Magi 155. Glück 214. Fertigkeiten: Eiserne Schneidkompetenz, einzigartige Fertigkeit, Schwertbeherrschung, Rang A, Auge des Geistes, Rang B, Himmelslauf, Rang B, Gefahrenerkennung, Rang B, scharfe Reflexe, Rang B. Passive Effekte: Segen des Windgeistes, Verborgenheit, Rang B. Mitsuo Kanana, 18 Jahre, weiblich, Mensch, Dompteur. Stufe 48. Titel: Held der Anderswelt. HP 294. MP 589. Stärke 143. Ausdauer 493. Gewandtheit 95. Magie 300. Glück 191. Fertigkeiten: Tierkommunikation, einzigartige Fertigkeit, blaue Magie, Rang B, weiße Magie, Rang B, Zähmen, Rang A, Kameradschaft, Rang C, Eisenmauer, Rang B. Passive Effekte: Segen des Wassergeistes, Verborgenheit, Rang B. Koromea Miyabi, 18 Jahre alt, weiblich, Mensch, Schwarzmagier. Stufe 53. Titel: Held der Anderswelt. HP 270. MP 810. Stärke 105. Ausdauer 211. Gewandtheit 204. Magie 794. Glück 156. Fertigkeiten: Parallelverarbeitung, einzigartige Fertigkeit, schwarze Magie, Rang A, Magieerhaltung, Rang B, Magiedetektion, Rang C, Verschleierung, Rang B, Magieverstärkung, Rang A. Passive Effekte: Segen des Geistes der Dunkelheit, Verschleierung, Rang B. Oh? Ja, in der Tat ein stetiges Wachstum. Ich danke euch sehr. Colette war tief gerührt, und ihre Aufregung wuchs weiter. Melfina-sama, ich flehe dich an, segne uns mit einer Prophezeiung. Es gab eine Pause, in der Melfina einen Moment lang innerlich aufgewühlt war. Ich spüre eine böse Präsenz aus dem Rizzaernischen Reich, ertappte sie sich bei ihren Worten. Schickt die Helden dorthin. Sorgt dafür, dass sie sich nicht irrtümlich in Richtung Parts begeben. Ich werde tun, was du wünschst, Göttin. Das Licht, das Gestalt angenommen hatte, nickte und begann dann langsam zu verblassen. Enttäuscht mich nicht, mein Orakel.
Gerade als Colette die letzten Lichtpartikel verabschiedet hatte, wurde die Tür der großen Kathedrale aufgerissen. Colette, bist du in Ordnung? Mit Tuya an der Spitze, stürmten alle Helden herein. Colette drehte sich zu ihnen um und verkündete mit zerhöhnender Stimme. Die Göttin hat uns eine Prophezeiung gegeben. Melfina lässt sich ganz schön Zeit, nicht wahr? Fragte ich und zog eine Karte aus Ephils Hand. Wir waren wieder in unserem Zimmer im Feenlied. Heute ist der fünfte Tag. Ich mache mir auch langsam Sorgen, antwortete Ephil und nahm eine Karte von Gerard. Komm schon. Die Prinzessin ist wohl die Einzige, die es nicht nötig hat, dass wir anderen uns Sorgen um sie machen, nicht wahr? Alter, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du sie nicht Prinzessin nennen sollst. Und, wie ich dir immer wieder sage, erwiderte Gerard und zog aus Clotos Hand, wie kann ich als Ritter keine Prinzessin haben? Warte, das war der Joker. Gerard san, das Spiel verliert seine Bedeutung, wenn du allen erzählst, wann du es bekommen hast. Wir saßen gerade zusammen und genossen eine Runde Old Maid. Als ich zum ersten Mal erfuhr, dass es in dieser Welt Spielkarten gab, hatte ich nicht schlecht gestaunt, aber nachdem ich darüber nachgedacht hatte, wurde mir klar, dass sie wahrscheinlich von einem anderen Transmigranten vor mir eingeführt worden waren. Die Spielkarten in dieser Welt hatten fast die gleiche Qualität wie die in Japan. Im Ernst, was sollen diese zufälligen Fortschritte in den seltsamsten Nischen? Verflucht. Clotho, du hast mich getäuscht. Du hast dir die Karte selbst ausgesucht, nicht wahr? Bitte sehr, Clotho, nimm eine von mir. Gehorsam riss mir Clotho eine aus der Hand. Oh, sieh dir das an, Clotho ist fertig. Clotho ist also die erste Gewinnerin dieser Runde. Wir hatten das Follow-Netzwerk für den Moment ausgeschaltet. Hätten wir das nicht getan, wäre es so gewesen, als würden wir mit offenen Händen spielen. Aha, ich bin auch fertig. Glückwunsch, Meister. Ephil drehte sich zu Gerard um und griff nach seinen Karten. Warte mal, Ephil. Bist du sicher, dass du nicht lieber diese Karte nehmen willst? Danke für deine Warnung. Wenn das so ist. Meister, ich habe ein paar Snakes vorbereitet. Oh, ist das das Zeug, das wir neulich im Laden gekauft haben? Klar, lass uns reinhauen. Während wir eine Pause vom Kartenspiel machten, servierte Ephil allen die Süßigkeiten, die sie herausgeholt hatte. Ohne weitere Umschweife. Ich bin wieder da. Autsch. Verdammt, das hat mich überrascht. Komm schon, Melfina, du hast mich fast dazu gebracht, dieses köstliche Gebäck fallen zu lassen. Ah, es tut mir leid. Ich kam so schnell zurück, wie ich konnte. Ich habe meine Telepath-HESCHE-Verbindung reaktiviert. Na bitte, das Follow-Netzwerk funktioniert wieder. Ephil und Clotho schalteten sich ebenfalls schnell ein. Willkommen zurück, Melfina-sama. Clotho hüpfte auf und ab. Schön, wieder da zu sein. Ich bin erleichtert, dass es Ephil und Clotho gut geht. Und Gerard sitzt zu same Menge kauert in einer Ecke. Was ist mit ihm passiert? Er suhlt sich in der Bitterkeit der Niederlage. Kümmern Sie sich nicht um ihn. Wie konnte ich nur verlieren? Verdammt, alter Mann, muss man denn so deprimiert sein, wenn man ein Kartenspiel verliert? Obwohl er im Kampf äußerst zuverlässig war, war er außerhalb des Kampfes eher ein freundlicher Opa. Na gut, Spaß beiseite, wie waren die Helden, Melfina? Ach ja, Prinzessin, du hast uns immer noch nicht viel über sie erzählt. Sie sind Helden, also sind sie sicher sehr mächtig, nicht wahr?
Da Melfina so plötzlich verschwunden war und nur das Telepath-HESCHE-Äquivalent einer eilig geschriebenen Notiz hinterlassen hatte, waren wir alle sehr neugierig, was sie in der Amis vorhatte. Es ist schon fast ein Jahr her, dass die Helden gerufen wurden, also musste ich mal nachsehen, wie sie sich entwickelt haben. Und? Melfina seufzte. Sie scheint ein bisschen mürrisch zu sein. Hier, sieh mal. Mehrere Statusfenster wurden plötzlich durch das Follow-Netzwerk projiziert. Das sind die Helden. Ihre Werte sind nicht so hoch, wie ich erwartet hatte, murmelte Ephil. Mit meinen derzeitigen Werten könnte ich es wahrscheinlich mit diesen Jungs aufnehmen, meinst du nicht? Fügte Girard hinzu. Offensichtlich war ich nicht der Einzige, der Bedenken hatte. Fühlt ihr alle dasselbe? Ehrlich gesagt hatte ich angesichts ihres Titels, Held, und all dem erwartet, dass sie um die Stufe 100 sind. Es ist fast ein Jahr her, dass sie beschworen wurden, oder? Was haben sie die ganze Zeit über gemacht? Der Amis hat einen Orden von heiligen Rittern. Wenn ich eine Vermutung anstellen müsste, würde ich sagen, dass sie wahrscheinlich vom Orden ausgebildet und mit größter Sorgfalt aufgezogen wurden, immer mit einer beträchtlichen Sicherheitsmarge. Also, stark geschützt. Ich kann verstehen, was der Amis meint, aber wären diese Helden tatsächlich in der Lage, an der Front zu kämpfen? Ich muss gestehen, dass ich auch enttäuscht bin. Werden sie tatsächlich rechtzeitig für die Auferstehung des Dämonenlords bereit sein? Wenn sie versagen, kümmere ich mich auf jeden Fall selbst um die Sache, du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, Schatz. Wenn es nur so einfach wäre, sich keine Sorgen zu machen. Nur so aus Neugierde, wie stark ist dieser Dämonenlord denn? Das variiert von Generation zu Generation, aber Dämonenlords sind normalerweise um die Stufe 100. Bei diesem Tempo werden die Helden mehrere Jahre brauchen, um das zu erreichen, nicht wahr? Wenn man bedenkt, dass sie sich nicht mehr auf die Unterstützung der Ritter verlassen können, nachdem sie diese überflügelt haben, wird sich ihr Wachstumstempo wahrscheinlich noch weiter verlangsamen. Ich schätze, wir können nichts tun, außer zu beten, dass der Rat, den Melfina ihnen gegeben hat, aufgeht. Andererseits scheinst du in den 5 Tagen, die ich weg war, ganz schön gewachsen zu sein, Schatz. Wir haben uns wieder um eine weitere Unterwerfungsaufgabe von Rio gekümmert. Diesmal war es ein Monster namens Böser Weisenbaum. Schau mal. Das habe ich aus den Materialien gemacht, die ich von ihm bekommen habe, antwortete ich und hielt den Stab hoch, den ich aus dem Magier-Eichenholz hergestellt hatte, das das Monster fallen gelassen hatte. Von allen Ausrüstungsgegenständen, die ich in letzter Zeit hergestellt hatte, war dies der Gegenstand, auf den ich am stolzesten war. Ein Monster des mittleren Ranges. Dass ihr bereits in der Lage seid, einen bösen Weisenbaum zu besiegen. Ich bin erstaunt. Darf ich mal einen Blick auf eure Statusfenster werfen? Aber sicher. Kelvin, 23 Jahre, männlich, Mensch, Beschwörer. Stufe 42. Titel: Meister von Parts. HP 427. MP 890. Stärke 83. Ausdauer 87. Gewandtheit 261. Magie 474. Glück 349. Fertigkeiten. Beschwörung, Rang S, verfügbares Lats. 7, Kluto. 100 MP, Girard. 80 MP, Melfina. MP,
Grüne Magie. Rang A. Weiße Magie. Rang A. Auge analysieren. Rang S. Präsenz spüren. Rang B. Tarnung. Rang S. Nerven aus Stahl. Rang B. Armeeführung. Rang B. Schmiedekunst. Rang A. Doppelte Wachstumsrate. Doppelte Fertigkeitspunkte. Erfahrungsaustausch. Passive Effekte. Verborgenheit. Rang S. Ephil. 16 Jahre. Weiblich. Halbelfe. Kampfmarkt. Stufe. 38. Titel. Perfekte Markt. HP. 312. MP. 570. Stärke. 159. Ausdauer. 157. Gewandtheit. 329. Magie. 313. Glück. 77. Fertigkeiten. Bogenschießen, Rang A, Rote Magie, Rang B, Weitsicht, Rang B, Verdeckte Aktion, Rang A, Dienen, Rang B, Kochen, Rang B, Nähen, Rang B, Doppelte Wachstumsrate, Doppelte Fertigkeitspunkte. Passive Effekte. Segen des Flammendrachenkönigs, Verborgenheit, Rang S. In nur einem Monat so viel zu wachsen. Schatz, vielleicht solltest du deine kampfeslustige Seite ein wenig zügeln. Ich habe in letzter Zeit auch hart am Schmieden gearbeitet. Du triffst mich tief, Melfina, das tust du wirklich. Trotzdem sind die Statusberichte der Helden eine gute Referenz. Ich finde es ziemlich beeindruckend, dass sie alle eine einzigartige Fähigkeit und einen Segen haben. Ephil ist die einzige Person, die ich bisher mit einem Segen gesehen habe. Es ist sehr selten, eine gesegnete Person zu treffen. Im Fall der Helden haben sie ihren Segen als Teil der Boni erhalten, die sie durch die Transmigration bekommen haben. Ich weiß, ich bin nicht in der Position, das zu sagen, aber das macht mich neidisch. Nun, wenn es dich so sehr stört, wenn du es endlich schaffst, mich zu beschwören, werde ich dir meinen Segen geben. Wie hört sich das an? Will, ernsthaft. Du nimmst mich nicht nur auf den Arm, oder? Hem, ernsthaft. Also arbeite hart daran, mächtig genug zu werden, um mich zu beschwören, in Ordnung. Was ist das für ein plötzlicher Motivationsschub, der durch meine Adern fließt? Also gut, ich werde mir den Arsch abarbeiten. Ehe ich mich versah, hatte ich bereits meine Fäuste in einer Mutpose geballt. Ephil ihrerseits errötete glücklich und murmelte etwas wie: Wenn wir beide Segen haben, dann passen wir zusammen. Ich schnappte nach Luft. Wow, da habe ich mich irgendwie verlaufen. Also gut, zurück zum Thema, es scheint eine gute Idee zu sein, dass wir alle mindestens eine Verstärkerfähigkeit haben. Dann könnte ich akute Reflexe bekommen, Meister. Mein König, ich besitze bereits Herkules Stärke und Eisenmauer. Oh Herr, wie wäre es, wenn ich Verstärkungsfähigkeiten für alle Werte bekäme? Bitte nicht, mein König. Ich verliere sonst meine Rolle in der Gruppe. In diesem Sinne hatten wir bis spät in die Nacht hinein viel Spaß beim Diskutieren über Fertigkeiten.